So, herzlich willkommen meine Lieben zurück zu einem weiteren Themenritt. Und heute geht es um ein ganz, ganz besonderes Thema. Da habe ich mir schon länger drüber Gedanken gemacht, das mal aufzunehmen. Ich musste allerdings aber noch warten. Und zwar geht es um Serien, im Speziellen um Netflix-Serien, im ganz Speziellen um Netflix-Serien, die einem gefallen oder mehr oder weniger nicht gefallen. Und im noch Spezielleren geht es um Pretty Little Liars. Ich habe es ja öfter, wir haben ja schon auf meinem Stream darüber geredet, ich weiß nicht, ob ihr ab und zu die Streams guckt, da reden wir auch ab und zu über Serien und da habe ich schon ab und zu mal gedroppt, dass ich mir mal Pretty Little Liars anschaue, es aber nicht sonderlich mag, was heißt nicht mag, es ist so eine Hassliebe, ich finde es ganz, ganz schlimm, muss es mir aber irgendwie trotzdem immer angucken, weil es dann doch irgendwie interessant ist, man doch immer wissen will, wie es so weitergeht und wie es dann doch ausgeht und sowas, aber es gibt in der Serie so viele Sachen, die mich so dermaßen aufregen, dass ich meistens immer nur vom Fernseher sitze und mir denke, oh, warum ist denn das denn schon wieder? Oder so, oh, es ist halt jedes Mal so. Und das ist halt wirklich, in jeder Folge denkt man sich, Mann, und in jeder Staffel denkt man sich, es oh, kann doch nicht noch schlimmer werden, das kann nicht wieder so ein Schmarrn werden, aber doch, es wird dann immer noch schlimmer. Und ich habe das zum Anlass genommen, mal mit euch über Serien zu reden oder halt auch über sowas, was ihr so guckt, ob es bei euch das auch gibt, dass ihr euch über sowas da so aufregen müsst, dass ihr also es kaum wirklich aushaltet und immer kurz davor seid zu sagen, oh Gott, ich schalte das jetzt aus, ich pack das hier nicht mehr. Es aber dann trotzdem irgendwie weiterguckt. Bei mir war halt, ist halt wirklich dazu das Vorzeigebeispiel Pretty Little Liars. Es ist ja auch immer so, Serien und so guckt man ja meistens nicht allein, sondern irgendwie zusammen, irgendwie, weiß nicht, Freund, Freundin oder in einer Gruppe oder irgendwie sowas. Und so auch ich. Und das ist halt natürlich immer dann schön, weil dann hat man auch immer ein bisschen so, ja, so Diskussionsmaterial. Und dann merkt man dann schon immer so, oh na, jetzt passiert das wieder und das und so hält man sich ja auch drüber. Tauscht ihr euch dann auch immer so regelmäßig aus über sowas, also Geschehnisse in den Serien? Das ist natürlich immer eine Frage des Spoilers, ne? Wer hat was, wie schon gesehen? Das ist immer schön, wenn man so auf demselben Niveau ist. Deswegen habe ich jetzt auch zum Beispiel gewartet, um diese Folge aufzunehmen, weil ich wollte nämlich erst noch das Ende von Pretty Little Liars angucken, also die letzte Folge der 7. Staffel, wo halt quasi dann alles aufgelöst wird und ja, so war es dann auch und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist es soweit, dass wir mal drüber reden könnten, über solche Serien. Bei Pretty Little Liars zum Beispiel ist es bei mir so, ich habe da auch Lieblingscharaktere, also ich mag die Serie halt schon irgendwie, also mein Lieblingscharakter zum Beispiel ist Mona, Mona ist einfach super und die allerbeste. Die Schauspieler generell sind mal so ein bisschen besser und mal ein bisschen schlechter. Man darf natürlich nie vergessen, das, was man da sieht, ne? Das sind Schauspieler, ja, das ist nicht echt und so. Aber trotzdem, bei Pretty Little Liars ist es auch schon oft so, dass mich auch schon die Schauspieler so ein bisschen aufregen, ja, durch ihr komisches Spiel. Aber hauptsächlich eigentlich, wie das Ding geschrieben ist. Also, da passieren Dinge, die so unlogisch sind, wo ich mir denke, die würden im echten Leben niemals so passieren. Da würde kein Mensch würde das sagen, das machen, sich so und so verhalten. Das fällt mir bei Pretty Little Liars wirklich richtig, richtig, richtig krass auf, dass es manchmal echt Situationen gibt, wo ich mir in den Kopf fassen muss und sage, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass das schon wieder passiert ist. Und dann halt wirklich tatsächlich irgendwie zum 5. oder 6. Mal derselbe Mist, der da gelaufen ist. Jeder, der die Serie von euch kennt, der weiß, wovon ich rede. Solche Szenen gibt es einfach en masse. Und das finde ich persönlich ganz, 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 ganz schrecklich. Ja, nichtsdestotrotz habe ich mir alle Folgen davon angeschaut. Und falls ihr jetzt sagt, Peggy, aber was findest du daran so doof, was passt hier nicht? Und ich habe einige Punkte, die mir an der Serie nicht passen. Und ihr darüber mit mir reden wollt, dann könnten wir quasi auch mal so einen extra Themenritt nur für Pretty Little Liars machen. Also wenn ihr an sowas Interesse hättet, dann, oder zu einer anderen Serie, also wie ihr wollt, schreibt es mir doch unten in die Kommentare und dann befassen wir uns mal damit und gucken uns mal bestimmte Serien nochmal genau im Detail an, ne, und nehmen das so auseinander. Das nächste, was ich mir momentan angeschaut habe, und da hätte ich gern vielleicht auch nochmal ein bisschen euer Feedback, also generell Feedback hier zu allem, was wir hier bereden, und zwar ist parallel Stranger Things und auch Dark. Also es sind jetzt ja so Serien, die sehr gehypt sind. Gerade Stranger Things ist ja so eine Serie, die momentan halt super krass posiert und so im Fokus der Medien steht und so, wird viel drüber geredet und
wird viel drüber gepostet und so, ne? Man sieht ja auch immer die Werbungen auf YouTube und so ein Kram. Und ich habe die erste Staffel von Stranger Things habe ich wirklich sehr, sehr gerne geschaut. Also eine wirklich gute Serie. Hat mir sehr viel gefallen. Die zweite Staffel fand ich im Gegensatz dazu ein bisschen lame. Also da ist jetzt nicht so viel passiert, was mir jetzt in Erinnerung geblieben ist. Was einem aber mehr dann dafür in Erinnerung geblieben ist, ist, dass parallel zur zweiten Staffel von Stranger Things eine neue Serie rauskam namens Dark. Und die ja lehnt sich so von den Geschehnissen, vom Feeling her, also es ist auch so ein bisschen düster, ein bisschen mystisch so. Da verschwinden auch Leute und es ist ein bisschen eigenartig alles. Erinnert schon so ein bisschen sehr auch an Stranger Things. Was einem nach der ersten Folge dann auffällt, ist, es ist nicht synchronisiert. Das heißt, das ist eine deutsche Produktion. Das wusste ich vorher nicht. Also Dark ist eine komplett deutsche Produktion, also in Deutschland gedreht, mit deutschen Schauspielern und so. Ne? Überraschend, weil sie auf den ersten Blick nicht aussieht wie eine deutsche Serie. Aber während man die Serie so guckt, merkt man halt so typische deutsche Serienfilm. Eigenschaften, die sich so immer so durchs deutsche Filmgenre ziehen irgendwie, ne? Also zum Beispiel auch diese Stimmung ist halt super depressiv, die Musik ist ein bisschen komisch und so. Und also die Serie spielt in Winden und das ist halt, es regnet halt ständig und ich glaube, es wurde nicht in einer Folge mal gelacht. Also es gibt keinen Humor und keinen Spaß in Winden, ne? Aber das ist wieder so typisch deutsch. Das ist so die deutsche Schauspielschulkunst, ne? Man merkt es auch manchmal bei den Schauspielern. Es ist ja sehr Mystery-mäßig und sowas ist ja für eine deutsche Produktion ganz, ganz unüblich. Also gibt es ja nicht wirklich jetzt deutsche Filme, geschweige denn Serien, die sich mit sowas auseinandersetzen. Ich möchte überhaupt nicht spoilern, also von dem her schaut euch das selber nochmal an, macht euch ein Bild davon. Aber ich merke einfach, dass die Schauspieler es nicht gewohnt sind, solche Sachen zu spielen. Wo sie einfach so komische, strange, mysteriöse und auch so paranormale Geschehnisse spielen sollen. Und mir fällt immer auf, dass sie das anscheinend, ja, das haben sie in der Schauspielschule nicht gelernt und dann können sie das nicht so. Und die fühlen sich irgendwie dann, ja, es ist wohl unangenehm in ihrer Rolle. Und das ist ein bisschen eigenartig zu gucken, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Die wärmen dann auch so ein bisschen auf im Laufe der Serie, aber zum Anfang merkt man halt, dass das so ein bisschen typisch deutsch ist. Aber an sich keine schlechte Serie. Ich muss dazu sagen, das ist dieses immer, wenn es sich um deutsche Serie handelt, so im Vergleich zur britischen, amerikanischen, australischen oder sonst irgendwelchen Serien. Für eine deutsche Serie ist es wohl schon recht gut. Ob ich mir von Dark die zweite Staffel, wenn sie rauskommt, anschauen werde, weiß ich noch nicht. Weiß ich nicht. Ich fand teilweise die Storystränge in der Serie ganz cool, also ein paar Ideen und so ein paar, wie es geschrieben ist, so Stellen, ein paar Szenen, fand ich recht genial. Und auch so ein paar Ideen, die da verwendet wurden. Aber so zum Ende hin, ja, wird es dann so ein bisschen, ja, ich bin auch nicht sicher, vielleicht too much oder ich kann es nicht richtig einordnen. Aber da habe ich mir schon gedacht, ja gut, ob ich das jetzt noch in einer Fortführung sehen will, mal sehen. Vielleicht stellt sich ja dasselbe Phänomen ein wie bei Pretty Little Liars und ich muss unbedingt alles zu Ende gucken. Jetzt wurde mir empfohlen als Alternative zu Pretty Little Liars, weil ich mich ja immer so viel aufrege darüber, mir Riverdale anzugucken. Und ich muss sagen, Riverdale ist tatsächlich eine interessantere Serie, als ich dachte. Ich dachte erst so, oh ja, noch sowas in die Richtung wie Pretty Little Liars, boah, das kann ich mir nicht antun. Aber, doch, Riverdale, sehr interessant. Man muss auch deutlich dazu sagen, beide Serien, sowohl Pretty Little Liars als auch Riverdale, eher für jüngeres Publikum gemacht. Dark zum Beispiel und Stranger Things würde ich jetzt schon ein bisschen, also schon ab 16 auf jeden Fall, wenn nicht sogar älter, da das ist schon teilweise recht hart auch und ein bisschen unheimlich und Dark zum Beispiel hat recht krasse Szenen, das passt halt auch wieder zu diesem deutschen Filmding. Aber bei Riverdale hat man das so nicht. Es geht auch um so eine Stadt und da passieren auch komische Sachen. Geht wieder so um so Familiensachen, Teenagerbeziehungen untereinander, zu Lehrern, zu Eltern und
Geheimnissen, die dann da gehegt werden und mit Verbrechen, die geschehen. Also es ist eine gewisse Parallele zu Pretty Little Lies erkennbar, aber für mein Gefühl interessantere Charaktere und generell das Ganze drumherum ist ganz cool und es ist vor allem nicht so richtig dumm geschrieben. Also das ist das, was mich bei Pretty Little Lies immer so aufgeregt hat, ist, dass es so richtig, richtig dämlich geschrieben ist und da hatte ich so echt so meine Probleme da immer mitzumachen und da so mitzufiebern, weil da halt so viele Sachen so richtig dumm geschrieben wurden, dass da Entscheidungen so für mich nicht nachvollziehbar waren. Und ja, das ist bei Riverdale anders. Muss ich sagen, kann ich schon eher, also kann ich auf jeden Fall auch eine Guck-Empfehlung für euch raushauen. Also wenn ihr das, wenn ihr mal sehen wollt und ihr nicht wisst, was ihr auf Netflix gucken wollt, kann ich euch das nur ans Herz legen. Also meinetwegen guckt ihr auch gerne Pretty Little Liars, aber dann guckt auch Riverdale. Ich warte jetzt mal hier bei Steve und guck mal, ob die Leute hier noch ankommen. Ich glaube, ich habe die gerade ein bisschen abgehängt. Genau. Was anderes, was ich momentan noch angefangen habe, weil ich mit Riverdale gerade momentan auch auf der aktuellsten Folge bin, das heißt, dass ich kann nichts nachgucken, ich muss immer warten, bis eine neue Folge kommt, ist The End of the Fucking World. Ist eine britische Serie, die auch sich um zwei Teenager dreht und der eine Teenager denkt, er ist ein Psychopath und möchte gerne einen Mord begehen. Und ja, dazu sucht er sich eine Mitschülerin aus von sich, die er dann umbringen möchte. Und ob er das dann tut und wie das wird und was da so passiert, das spoilere ich jetzt nicht. Guckt euch das an, es ist sehr interessant, sehr lustig. Also ich habe da schon teilweise herzlich gelacht bei der Serie. Sind ganz, ganz schöne Gags dabei. Manchmal auch ein bisschen krass, aber eigentlich kann man das gut gucken. Das ist eine Serie, die besteht, glaube ich, nur aus 8 oder 9 Folgen. Und dann war es das. Also es gibt nur eben diese eine Staffel und dann ist die komplette Serie vorbei. Die sind auch immer nur 20 Minuten lang. Also das kann man mal eben. Ist wie so ein großer Spielfilm. Ja, quasi irgendwie 2 bis 3 Stunden halt. Und das kann man auf jeden Fall mal machen. Also das ist auch sehr kurzweilig. Ja? Also das sind so Serien. Das finde ich persönlich recht cool, dass es das gibt, die sich dann auf eine Staffel beschränken. Und dann war es nur so eine kleine Miniserie. Davon gibt es ja auch einige mittlerweile auf Netflix. Also das kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Ne? Guckt euch das an. Sehr, 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 sehr cool. Ansonsten, was ist denn eure Meinung so darüber? Was guckt ihr denn noch viel? Ich habe ja auch so ein paar so Serien, ja, so auf die ich noch warten muss, ne, die immer jährlich produziert werden. Jetzt momentan warte ich dann auch noch auf Game of Thrones natürlich und Better Call Saul, so einer meiner absoluten Lieblingsserien, also zusammen mit Game of Thrones würde ich sagen, ist Better Call Saul eigentlich meine parallele Lieblingsserie. Und da werden ja die Folgen noch produziert, also da müssen wir noch warten, bis dann da was Neues rauskommt. Ich habe schon in meiner Vergangenheit schon einige Serien gesehen. Ich müsste jetzt auch genau überlegen, was ich jetzt euch dann noch ans Herz legen würde davon. Aber ich denke, wir haben jetzt schon mal so über ein paar gesprochen, die ganz interessant sind, die man sich mal gerne angucken kann. Wenn ihr Fragen dazu habt oder wenn ihr sagen würdet, hey Peggy, darüber würde ich mal gerne reden, über die Serie oder irgendein anderes Thema, dann schreibt mir es doch in die Kommentare. Ich möchte jetzt von euch wissen, habt ihr auch mal sowas erlebt? Habt ihr eine Serie bei euch, bei dem es bei euch auch so geht, dass ihr euch da ein bisschen drüber aufregt, dass ihr aber trotzdem weiter guckt? Habt ihr vielleicht dieselben Serien gesehen, die ich auch gesehen habe und da ähnliche Phänomene erlebt? Ne? Wenn ihr das getan habt, dann schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Ich danke euch vielmals fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war's für Peggys Themenritt. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und tschüss.